Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag unserer Reihe Freiheit eines Christen. Ich bin heute bei Punkt 26 und 27 von dem Heftchen von Luther. Da habe ich mir so viele Notizen dazu gemacht, dass ich nicht weiß, ob ich das nicht auch aufteilen muss in mehrere Teile. Wir werden nochmal über das Dienen sprechen. Und über die Haltung beim Dienen, über den Glauben. Und als Empfehlung möchte ich da nochmal auf die Reihe hinweisen, Heiligkeit. Wir müssen dringend über die Heiligkeit Gottes sprechen, weil ich dort viel über das Dienen aus der richtigen Haltung heraus schon gesprochen habe. Und da haben wir uns in dieser Reihe viele Bibelstellen zum Thema Dienen angeschaut. Ich habe euch damals oder letztes Jahr war das, als wir die Reihe gemacht haben, viel darüber gesagt, also als wir die Bibelstellen durchgegangen sind, dass Dienen oftmals falsch verstanden wird und dass wir eben verschiedene Facetten des Dienens im Wort finden und haben dann einfach viele dieser Bibelstellen aufgegriffen und ich habe euch die dann auch alle verlinkt in der Box. Also das lohnt sich auf jeden Fall, diese Reihe immer mal wieder zu wiederholen, gerade wenn es um das Thema Dienen geht und ihr da vielleicht noch mal ein bisschen Auffrischung braucht. Luther hat was Ähnliches gesagt. Er hat unter dem Punkt 26 hat er geschrieben, das sei von den Werken im Allgemeinen und von denen, die ein Christ gegenüber seinem eigenen Leib ausüben soll, genug gesagt. Nun wollen wir von weiteren Werken reden, die er gegenüber anderen Menschen tut. Also da hat Luther jetzt schon drei Punkte aufgegriffen. Er hat gesagt, einmal haben wir die allgemeinen Werke, dann haben wir Werke gegenüber dem eigenen Leib, ja, dass wir den eigenen Leib züchtigen und mit dem Geist überwinden. Und wir haben die Werke gegenüber anderen Menschen. Also es sind verschiedene Punkte. Wir gucken uns auch heute ein paar weitergehende Bibelstellen dazu noch an, die mir der Heilige Geist gezeigt hat. Warum kommt es automatisch auf uns zu? Luther hat geschrieben, denn der Mensch lebt nicht allein in seinem Leib, sondern auch unter anderen Menschen auf Erden. Darum kann er nicht ohne Werke gegenüber diesen sein. Er muss immer mit ihnen reden und zu schaffen haben, obgleich ihm keines dieser Werke zur Gerechtigkeit und Seligkeit notwendig ist. Also wir haben eben, weil wir hier in dieser Welt leben, immer wieder mit anderen Menschen zu tun. Und je nachdem, wie wir mit anderen Menschen umgehen, zeigt sich, was in uns wirkt, ne? So wie wir drauf sind, welche Wurzel wir haben. Gestern hat meine Tochter mir was gezeigt, die musste irgendwie für den Religionsunterricht eine Präsentation über die Zeugen Jehovas machen und dann hat sie da eben verschiedene Dinge herausgesucht. Ich habe dann die Parallelen aufgegriffen zum christlichen Glauben, aber dort war zum Beispiel ein Punkt, dass die Zeugen Jehovas nicht mit Abtrünnigen zu tun haben dürfen, ja, außerhalb der Gemeinde. Und dann habe ich gesagt, naja, und Jesus nannte man Freund der Sünder. Ja, und also Jesus hat sich gerade mit den Sündern beschäftigt und hatte mit den Sündern Gemeinschaft, um ihnen den Weg zurückzuzeigen. Aber nicht jeder will diesen Weg zurück. Also wir können da nicht Gott in eine Schublade stecken und sagen, ja, in dem Fall mache ich so, in dem Fall mache ich so, in dem Fall mache ich so. Deswegen haben wir den Heiligen Geist bekommen, der uns eben lehrt und der uns zeigt, was Gott in Situation A, B, C, D tun will. Ja, der Geist Gottes zeigt uns, was Gott möchte, was wir in einer Situation tun. Und dafür ist es eben notwendig, dass wir im Geist wandeln und nicht im Fleisch. Weil wenn wir permanent im Fleisch wandeln, hören wir die Stimme des Geistes nicht. Wir registrieren überhaupt nicht, was Gott von uns will. Wir merken gar nicht, dass Gott uns zurechtweist oder ermutigt oder uns eben einen Weg zeigt. Aber wenn wir Gott suchen, dann wollen wir ja so mit ihm leben. Ja, dann haben wir das ja uns gesucht, ausgesucht, ja, oder wir haben dahin gestrebt. Luther hat
was Schönes geschrieben, darum soll seine Absicht, also des Menschen, ne, weil man eben mit anderen Menschen zu tun hat, da sollen wir uns eben bewusst sein, dass diese Werke, die wir da tun, dass die nichts zu unserer Gerechtigkeit und Seligkeit beitragen, also unsere Gerechtigkeit vor Gott, die gründet sich allein aufgrund das, was Jesus getan hat oder aufgrund dessen, was Jesus getan hat. Oder weil man jetzt halt ein besonders guter Christ sein will, ne? Also weil man Pluspunkte sammeln will bei Gott. Also das ist einfach alles falsche Beweggründe. Er sagt weiter, darum soll seine Absicht in allen Werken frei und nur dahin gerichtet sein, dass er anderen Leuten damit diene und nützlich sei. Er soll sich nichts anderes vorstellen als das, was den anderen Not ist, das heißt dann ein wahrhaftes Christenleben. Und da geht der Glaube mit Lust und Liebe ans Werk, wie der heilige Paulus die Galater lehrt in Galater 5, 6. Also Luther sagt, dass es unsere quasi Aufgabe ist, anderen Menschen zu dienen. Und ich habe da mal eine Sache, die wir ja auch schon oft besprochen haben zum Thema Humanismus, dass man sich eben darauf verständigt hat, anderen dienen bedeutet, anderen so zuzureden, dass sie sich wohlfühlen, ne? Dass es ihnen gut geht, dass man ihnen nach dem Mund redet, dass sie sich im Fleisch wohlfühlen. Aber ist das wirklich damit gemeint? Also wir sollen die Absicht haben, dass wir anderen dienen und dass das, was wir dienen, dass das nützlich ist. Es gibt einen Unterschied, ob wir jetzt mit Menschen der Welt zu tun haben oder ob wir mit Christen zu tun haben. Ist es nützlich, ist es meinem Bruder oder meiner Schwester nützlich, wenn ich im Leben meines Bruders oder meiner Schwester etwas beobachte, wo die Person gefangen ist, geknechtet ist, verblendet ist, wenn ich darüber schweige? Diene ich dann wirklich? Oder wem diene ich dann da? Ich hoffe, ihr könnt euch diese Frage selbst beantworten. Dass wenn wir Geschwistern, wenn es nur darum geht, für eine kuschelige Gemeinschaft zu sorgen, dienen wir uns da? Wem dienen wir? Wir dienen dem Fleisch. Wir dienen dem verdorbenen Fleisch. Und wir dienen nicht so, dass es der Person nützlich ist. Es ist dem Fleisch nützlich und dienlich. Aber nicht der Person nützlich und dienlich im Gesamten und im Strich. Ja. Ja. Und wenn wir da unseren Fokus auf die anderen nehmen und tun, wie wir dienen und nützlich sein können, dann sagt Luther hier, da geht der Glaube mit Lust und Liebe ans Werk, wie der heilige Paulus die Galater lehrt. Galater 5, 6. Dann können wir ja gerade mal lesen, Galater 5, 6. Was haben wir da? Da lesen wir. Ich lese ab dem Vers 4. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung auf der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Ja, das heißt, ich gehe voller Liebe, frisch mit Lust und Liebe ans Werk, wenn ich auf Menschen treffe, die sich verloren und verdammt fühlen, die Angst haben vor dem allmächtigen Gott, die aus einer Knechtschaft kommen, egal wo, aus einer Denomination, aus der katholischen Kirche, wo auch immer, die ein falsches Gottesbild haben, denen ich dann sagen kann, pass auf, nicht, dass du dich hier knechtest mit den Werken. Es ist dein Glaube an das, was Jesus getan hat. Das heißt, wenn ich Menschen diene, die sich per se vor Gott bereits schuldig fühlen, die wissen, dass sie die Herrlichkeit verloren haben, die sich permanent anstrengen, um irgendwie Gott zu gefallen, die das ewige Leben haben wollten und glauben, dass sie das mit Werken erreichen können. Wenn ich auf solche Menschen treffe und kann ihnen sagen, pass auf, du musst dich nicht abmühen.
Sag ich, du willst da gerecht werden, du musst dich nicht abmühen. Allein der Glaube und das, was Jesus für dich getan hat, das bringt dir das ewige Leben. Das errettet dich, das macht dich vor Gott gerecht. Und es werden Menschen sein, die per se leben wollen, wie es Gott gefällt. Das sind nicht die Rebellen, die permanent noch Lust und Gefallen an der Finsternis haben. Es sind diejenigen, die einsichtig sind, die wollen, die Gott suchen, die seine Nähe suchen. Und da können wir wirklich dann mit Lust und Liebe ans Werk gehen. Ja, also Luther zitiert ja dann diesen Galater 5,6, wo es eben heißt, denn in Christus Jesus gilt weder beschneiden noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam wird. Ja, und dann, wie es mir ging, als ich das gehört habe, also Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben, und ich komme in diesen Frieden, wenn ich Jesus nachfolge. Und ich habe gerade heute Morgen auf eine Predigt, ich schaue mir ja nichts mehr an, weil ich wirklich den Eindruck habe, Gott sagt, halte dich da fern, ja, das ist, es ist vergebene Liebesmühe, aber trotzdem habe ich mich irgendwie gedrängelt gefühlt, heute auf YouTube bei einem Beitrag was zu ergänzen, eine sehr hoch gepredigte, gelobte Predigt, wo die Speisung zitiert wurde und dass Menschen Jesus nur suchen wegen der Dinge, die Jesus für sie hatte, und eben nicht das Evangelium suchen. Und es wurde wieder da so pauschaliert, und dann habe ich eben darunter geschrieben, dass das eine einseitige Darstellung ist. Also ich habe ja auch gebetet und habe gesagt, also Jesus, wenn du der Schlüssel bist zu einem permanenten Gefühl von alles ist gut, dann muss ich dich kennenlernen. Und dann bin ich 14 Tage später neu geboren worden. Und auf diesem Weg habe ich immer mehr meine Verlorenheit erkannt, und das Evangelium drang immer mehr zu mir durch. Und ich merke immer mehr jeden Tag, wie nötig ich Jesus habe. Je weiter ich im Glauben komme, umso mehr erkenne ich meine Verlorenheit, die ich hatte, und mein Versagen auch in diesem Leben, und umso überreicher wird die Gnade, die ich empfange. Ja, umso mehr wird mein Glauben gestärkt. Also da wird einfach sehr viel einseitig gelehrt, ne? Und das habe ich auch da unter diese Predigt geschrieben. Da wurde dann eben da gesprochen, dass das alles dämonisch ist und so weiter und so fort. Und dann habe ich darunter geschrieben, dass für mich dämonisch ist, wenn man nur einseitig das Wort Gottes zitiert. Das ist für mich irreführend und nicht korrekt, wenn ich dann sage, ja, die Leute, die kamen nur, weil sie gespeist wurden, und Jesus hat an sowas keinen Gefallen. Das ist grundsätzlich richtig, aber es waren 10 Aussätzige, die geheilt wurden, und einer ist umgekehrt und hat Jesus angebetet, ist vor ihm auf die Knie gefallen und ist gerettet worden. Also wir wissen da wirklich, jeder, der nur ein Teil will, der wird auch Lehrer finden, die ihm genau das geben, was er will, was man will. Ja. Also dann gehen wir auch wirklich froh und voller Freude da ans Werk. Wir gehen zusammen in Philipper 2. Ich kann euch noch ein paar Sachen ergänzen. Also das Heft wird definitiv wieder um einiges umfangreicher als die Audioreihe. Das kann ich euch schon sagen. Ich bin gerade in den Aufzeichnungen und bin bei Teil 4 und habe schon über 80 Seiten. Ich weiß nicht, wie dick es wird, aber das ist dann wirklich wieder ein Werk. Da habt ihr dann so viel Wahrheit drin. Wisst ihr, da muss es für jeden, der wahrhaft suchend ist, auch wirklich gut vorangehen. Der Glaube geht mit Lust und Liebe ans Werk. Da habe ich mir noch ein paar zusätzliche Bibelstellen rausgeschrieben und notiert. Und zwar Galater 5, Vers 13 zum Beispiel. Alle werde ich dann im Heft aufgreifen. Galater 5, Vers 13, da heißt es, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Ja, also wir sollen nicht die Freiheit
als Vorwand nehmen, weiter zu leben wie bisher und Gefallen an den falschen Dingen zu haben, sondern um einander zu dienen, ja, durch die Liebe Gottes, durch das, was Gott jedem Einzelnen aufgetragen hat. Dann habe ich Josua 24. Und zwar Vers 15, da heißt es: Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, den eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber um mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Also man hat die Wahl, wem man dienen will. Und der größte Gott im Humanismus ist der Mensch geworden, mit seinen fleischlichen Bedürfnissen, Wünschen, Sehnsüchten, Begierden. Ja, allen voran einem selbst. Ne? Man will sich selbst erstmal dienen, statt dem Herrn zu dienen. Also Josua 24, 15. Es steht euch frei. Ja? Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Ja? Den Göttern, den eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Also es ist für mich so eine wertvolle Stelle, wo ich so die letzten Monate hineingewachsen bin, mich nicht so sehr um den Müll der anderen zu kümmern, den sie selber nicht wegräumen oder wegräumen wollen, sondern zu sagen, ich und mein Haus oder ich, ne, und so wie weit ich da mein Haus mitnehmen kann, wir wollen dem Herrn dienen. Ich möchte dem Herrn dienen. Und ihr steht euch frei zu dienen, wem ihr wollt. Dann habe ich 1. Petrus 2,16. Da heißt es, ab dem Vers 15, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Also als Freie wollen wir jetzt dienen und Gutes tun. Hebräer 6, Vers 10 habe ich noch. Und nicht permanent christliche Psychotherapie betreiben, wo alles sich irgendwie nur um mich selber dreht. Hebräer 6, 10. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk und die Bemühungen in der Liebe vergäße, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Matthäus 6, 24. Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, also das ist wirklich so eine Lektion, die ich gelernt habe, die mich persönlich doch wirklich erschüttert hat, wie sehr ich mich habe stehlen lassen, weil ich, glaube ich, einfach meinen Fokus auf die falschen Gläubigen gerichtet habe, statt auf die, die mit Freude das Wort annehmen. Matthäus 6, 24. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Dann habe ich noch 1. Samuel. Also ich habe, wie gesagt, viel mehr Bibelstellen noch rausgeschrieben. So ein kleiner Vorgeschmack. 1. Samuel 12, Vers 24. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Wahrheit mit eurem ganzen Herzen, denn seht, wie mächtig er sich an euch erwiesen hat. Wenn ihr aber dennoch Böses tut, so werdet ihr samt eurem König weggerafft werden. Also wir sind aber jetzt im neuen Bund. Denkt immer dran, denn das Alte Testament und wenn ihr im Alten Bund lest, dass ihr das unterscheidet. Ja, der Geist hilft euch dabei. Also so fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Wahrheit mit eurem ganzen Herzen, denn
seht, wie mächtig er sich an euch erwiesen hat. Er hat sich mächtig an uns erwiesen. Er hat, als wir noch Sünder waren, hat er aus seiner Liebe heraus uns den Weg herausgebahnt. Er hat Jesus gegeben. Jesus ist der Weg, um wieder in die Gegenwart Gottes eintreten zu können. Leider wollen das halt viele nicht. Ne? Sie wollen Jesus für alles Mögliche, aber nicht um wirklich Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das ist dann eher nebensächlich. Aber darum geht es eigentlich im ganzen Wort, dass die Menschen verloren waren, dass sie eben keine Gemeinschaft mit Gott haben konnten. Und über das Gesetz war es nicht möglich, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Da wurde ihr den Mund gestopft. Also letztendlich muss jedem, der versucht, die Gebote zu halten oder gute Werke zu tun, muss jedem klar werden, dass man versagt. Also das ist das, was das Gesetz bewirkt, dass das Versagen offenbar wird. Und dass eben klar wird, dass wir alle verloren haben und dass wir durch das, was am Kreuz passiert ist, dass Gott Jesus gegeben hat, wir heil und gerecht vor Gott stehen, sodass wir in seine Gegenwart kommen können, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Und diese Kraft, die in uns lebt, die hilft uns jetzt dabei zu überwinden und ein Leben zu führen, wie Gott es gefällt. Also so rum ist es richtig und alles andere wird scheitern. Und dann heißt eben Vers 25, wenn ihr aber dennoch Böses tut, so werdet ihr samt eurem König weggerafft werden. Wir finden eine ähnliche Bibelstelle bei Hebräer, wo es heißt, wer eben mutwillig weiter sündigt, für den gibt es da kein Opfer mehr. Ja. Also ich hoffe, dass wir alle so gesinnt sind, dass wir das nicht wollen. Ne? Philipper 4,9. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ja, also das sind nur so ein paar. Ich habe euch in der Infobox noch ein paar Verse einfach dazu, dass ich jetzt einfach nicht alles vorlese, sonst sind wir in 3 Stunden noch nicht fertig. Vielleicht noch 2. Psalm 34, Vers 23. Da heißt es, denn er braucht nicht lange auf einen Menschen zu achten, damit der vor Gott ins Gericht. Nee, was habe ich denn da? Nein, da habe ich mir was Falsches aufgeschrieben. Hebräer 9,14. Mal gucken. Ich lese ab dem Vers 13, denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heiligt zur Reinheit des Fleisches, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Ja, das heißt, wenn wir neu geboren worden sind, dann sind wir quasi gereinigt und ihr merkt, wie ihr plötzlich anders denkt, ne? Wie ihr bestimmte Dinge einfach nicht mehr tun könnt, weil einfach eine Reinigung stattgefunden hat und ihr jetzt einfach so denkt, dass ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Luther ist dann auf Philipper 2 eingegangen. Da werde ich euch einfach auch nochmal das vorlesen. Ich habe mir das auch aufgeschrieben. Und weiter geht es dann in dem Punkt 27, den Luther genannt hat, was wieder ja, gegen die christliche Psychotherapie spricht. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das nicht gemerkt, ja, dass ich benutzt wurde, um christliche Psychotherapie zu betreiben mit dem einen oder anderen.
weil ich für mich genommen das so erlebt habe. Ich lese euch vor, wie Luther es geschrieben hat. Weil ein jeder für sich selbst an seinem Glauben genug hat und alle anderen Werke und alles Leben ihm übrig bleibt, damit seinem Nächsten aus freier Liebe dienen. Also wir sind, und dann auch im Punkt 27 hat Luther das eben nochmal aufgeschrieben, ebenso soll ein Christ sich wie Christus, sein Haupt, voll und satt auch an seinem Glauben genügen lassen, diesen immer mehren, der sein Leben, Gerechtigkeit und Seligkeit ist, der ihm alles gibt, was Christus und Gott hat, wie oben gesagt ist. Ja, und dann, wie Paulus in Galater 2,20 sagt, was ich noch in dem Leib lebe, das lebe ich in dem Glauben an Christus. Und obgleich ein Christ nun ganz frei ist, soll er sich wiederum freiwillig zu einem Diener machen, um seinem Nächsten zu helfen, mit ihm umgehen und handeln, wie Gott mit ihm durch Christus gehandelt hat. Und das alles umsonst, darin nichts anderes als göttliches Wohlgefallen suchend und also denkend. Wohlan, mein Gott hat mir unwürdigem, verdammten Menschen ohne alle Verdienste, ganz umsonst und aus reiner Barmherzigkeit durch und in Christus vollen Reichtum aller Gerechtigkeit und Seligkeit gegeben, so dass ich hinfort nicht mehr bedarf, als zu glauben, es sei so. Ja? Also in diese Haltung zu wandeln, dass mit dem Glauben alles da ist, was wir brauchen. Und ich bin sicher, dass jeder von euch schon mal die Erfahrung gemacht hat, wenn er im Geist wandelt, da gibt es keine Probleme. Wenn man im Geist wandelt, da ist alles gut. Ne? Da ist alles gut. Da weiß man einfach, es ist alles gut, es ist für alles gesorgt, es ist alles da. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus, ich habe das ewige Leben, Gott kümmert sich um meine Belange. Also wenn wir im Geist wandeln, ist alles da. Und so sollen wir wandeln. Ja, dass allein der Glaube ist uns genug. Und weil wir im Glauben so gefüllt sind, können wir den anderen dienen. Und ich habe das genauso erfahren. Ich habe ja letztens in einem Video gesagt, als der Herr mir das wirklich so mit dieser christlichen Psychotherapie und dem christlichen Coaching und der Seelsorge und diesem permanenten im Fleisch entwickeln, dass er mir diese Missstände da gezeigt hat, das habe ich ja gesagt, wenn ich 2018 zuerst gemeint hätte, oh, ich muss noch dieses in meinem Leben aufräumen und das muss ich in meinem Leben aufräumen und da läuft es noch nicht so und da habe ich noch den falschen Glauben und ich hätte also mir erstmal 3 Jahre christliche Psychotherapie gegönnt, um dann irgendwann dienstbar zu werden, dann hättet ihr noch keine Beiträge und nichts. Ja, stattdessen habe ich mich immer als jemand gesehen, dem alles zuteil geworden ist und der jetzt dienen kann. Das ist direkt nach meiner Bekehrung war das so. Da habe ich direkt angefangen zu dienen den anderen. Und meine Dinge, die haben sich dann auf diesem Weg mit erledigt. Ne? Oder auf dem Weg hat dann der Heilige Geist mir die Dinge gezeigt und mir Wahrheit gezeigt. Und da bin ich durch Glaubensprüfungen durch. Aber es ist die Wahrheit, dass jeder für sich allein am Glauben genug hat. Und damit bleiben nur die Werke und das Leben übrig, um dem Nächsten aus freier Liebe mit dem, was der Herr einem gegeben hat, zu dienen. So sieht's aus. Und so war auch Jesus gesinnt. Und schöne Verse dazu, die auch Luther dann zitiert hat, ich lese euch aus der Schlachter vor, finden wir in Philipper 2. Da haben wir so eine schöne Auflistung. Ich lese euch das erst vor und dann lese ich euch das nochmal vor, wie ich es mir notiert habe. Gibt es bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch in der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes, gibt es Herzlichkeit und Erbarmen, so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst.
Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ich habe mir geschrieben, dienen. Ja? Also Ermahnung in Christus soll es geben in der Gemeinschaft. Zuspruch der Liebe, Gemeinschaft des Geistes, Herzlichkeit und Erbarmen, eines Sinnes sein, gleiche Liebe haben, einmütig auf das eine bedacht sein, nichts aus Selbstsucht, nichts aus nichtigem Ehrgeiz, in Demut einer den anderen höher achten als sich selbst, nicht auf das Seine schauen, sondern jeder auf das des anderen, gesinnt sein, wie Christus es war, hielt nicht an seiner Gestalt Gott fest, er nahm die Gestalt eines Knechtes an, wurde wie die Menschen, erniedrigte sich, wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und dann kommt, darum hat ihn Gott erhöht. Ja. Das soll also unser Streben sein. Und wisst ihr, das Problem zum Beispiel, wir haben darüber in der Reihe Heiligkeit gesprochen, viel über das Dienen, schaut es euch dort wirklich nochmal an. In dem und einer den anderen höher achten als sich selbst. Es gibt viele Christen, die aus dem Fleisch heraus Dinge tun und dienen und dienen und dienen, und sie werden immer leerer, 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 depressiver, ausgelaugt, müde, matt. Das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass man im Fleisch dient und nicht in Christus. Ja, dass man die Dinge aus eigener Kraft macht, dann sieht es zwar alles gut aus, aber die Werke sind nicht in Christus getan. Das ist wirklich wichtig, weil nur wenn wir die Dinge in Christus tun, dann haben wir auch Kraft, ja, dann stehen wir auch in dieser Kraft. Also nicht alles ist ja von Gott dann aufgetragen gewesen. Also dann habe ich mir noch notiert, der Glaube macht voll und satt, ja, der Glaube genügt. Und diesen Glauben, den sollen wir mehren, ne? Und dann wird auch alles andere zunehmen. Ne? Matthäus 6, 33. Also, dann habe ich mir notiert, Glaube gibt mir alles, was Christus und Gott hat. Dazu habe ich auch einige Bibelstellen notiert. Ich verlinke sie euch. Ich lese 2. Korinther 13, 5. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid, stellt euch selbst auf die Probe, erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist, es sei denn, dass ihr unecht wärt. Ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, dass wir nicht unecht sind. Ich bete aber zu Gott, dass ihr nichts Böses tut, nicht damit wir bewährt erscheinen, sondern damit ihr das Gute tut, wir aber wie Unbewährte sein. Denn wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, sondern nur für die Wahrheit. Wir freuen uns nämlich, wenn wir schwach sind, ihr aber stark seid. Das aber wünschen wir auch, euer Zurechtkommen. Darum schreibe ich dies abwesend, damit ich anwesend nicht Strenge gebrauchen muss, gemäß der Vollmacht, die mir der Herr gegeben hat, zum Erbauen und nicht zum Zerstören. Im Übrigen, ihr Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermahnen, seid eines Sinnes, haltet Frieden, so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen, die Gnade des Herrn Jesus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Also Paulus sagt hier eben auch, er mahnt da und er sagt auch,
Darum schreibe ich dies abwesend, damit ich anwesend nicht strenge gebrauchen muss, gemäß der Vollmacht, die mir der Herr gegeben hat, zum Erbauen und nicht zum Zerstören. Ne? Auch da habe ich auch schon in den letzten Jahren immer wieder drüber gesprochen. Wisst ihr, ich wiederhole mich im Grunde genommen auch, dass ich schon einmal darüber gesprochen habe, dass wir Gutes, wenn wir Gutes einreißen, dann ist das unterm Strich schlecht. Also wenn wir gute Dinge einreißen, zum Beispiel Segnungen, die Gott für uns hat, die Kraft, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat durch den Heiligen Geist, wenn also Gläubige, Denominationen, Gemeinden das zum Beispiel zerstören, ja, den Glauben daran zerstören, dann tun sie was Schlechtes, weil etwas Gutes eingerissen wird. Umgekehrt, wenn ich etwas Schlechtes einreiße, ja, weil ich dann energisch Glaubensbruder, eine Glaubensschwester da helfen will, das ist ja das, was mir passiert ist, ich will helfen, das Schlechte einzureißen, aber man will gar nicht, dass das Schlechte eingerissen wird. Das ist natürlich ganz doof, ne? Also dann muss ich da ziemlich kämpfen, was nicht meine Arbeit ist und auch nicht war, und ich das zukünftig auch wirklich den Geist gebeten habe, mir das viel schneller zu zeigen. Wenn ich da wieder meine, bei Rebellion, wo jemand gar nicht will, dass das Schlechte eingerissen wird, dass ich da tätig werde, weißt, das ist vergeblich. Also das ist, wenn jemand den Willen gefasst hat, das Schlechte weiterhin zu tun, dann ja, dann ist das so. Da komme ich da auch nicht durch, ne? Weil im Grunde genommen die Entscheidung schon getroffen ist. Aber wenn wir Schlechtes Geschwistern helfen, Schlechtes einzureißen, dann bringt das was Gutes hervor. Dann ist das was Erbauendes. Ja? Minus mal Minus ist Plus, sagt man in der Mathematik. Wenn ich Schlechtes einreiße, kommt da was Gutes, bringt das was Gutes hervor. Und das haben leider viele noch nicht für sich so erkannt und auch noch nicht so erwählt. Sondern sie erhalten es als etwas Schlechtes und nicht erbauend, wenn man das Schlechte an der Finsternis, an der sie noch hängen, wenn man ihnen die einreißen will, dann finden sie das noch schlecht. Ne? Dann fühlen sie sich, wollen sie das nicht. Das, ja, das sieht man ja dann, wem sie dienen. Galater 2,20: Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben und an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Ja, also nur eben aus Gnade. Ich habe mir noch weiterhin für mich persönlich notiert, obwohl wir als Christen nun ganz frei sind, sollen wir uns nun freiwillig zu Dienern machen, um unseren Nächsten zu helfen, mit ihnen umzugehen und zu handeln, wie Gott mit uns durch Christus gehandelt hat. Ja? Und zwar nicht so, also freiwillig, ne? Also ich glaube tatsächlich, wie ich das mal auch mal formuliert habe beim Prediger, wo ich das so beobachten konnte oder den Eindruck hatte, der Geist Gottes zeigt es mir, wenn ich eben dem Reich Gottes so diene, dass ich darauf aus bin, viel Lohn zu bekommen. Na, das ist auch nicht richtig. Das sind falsche Beweggründe, sondern wir dienen einfach, weil wir dienen. Punkt. Einfach um des Dienens willen. Ohne darauf zu achten, was das irgendwann für Lohn hervorbringt. Also wisst ihr, wenn ich darüber nachdenken würde, dann wäre ich ja wieder mit mir selbst beschäftigt und hätte meinen Blick nicht auf Christus. Ich habe mir geschrieben, wir suchen göttliches Wohlfallen und denken so, Doppelpunkt. Gott hat mir, unwürdigem, verdammten Menschen, ohne alle Verdienste, ganz umsonst, aus reiner Barmherzigkeit, durch und in Christus, vollen Reichtum aller Gerechtigkeit und Seligkeit gegeben. Ich brauche nichts mehr, als zu glauben, dass das so ist. Und dann habe ich alles. Und dann diene ich, ne? Genauso freiwillig, umsonst, so. Ah ja, gut, Claudia, dann müssen wir ja unseren Zehnten nicht mehr geben, wenn du umsonst gibst. Ne? Das sind dann immer solche
einseitigen Lehren, meistens halt dann von Menschen, die am Geld hängen, weil Gott, das Wort eben sagt, jemand, den Gott abgestellt hat für so einen Dienst, der soll sich keine Gedanken machen müssen, wie er seinen Lebensunterhalt bestreitet. Und wie meinen Lebensunterhalt, den bestreibe ich so, also der hängt damit zusammen, so will ich, muss ich sagen, mein Lebensunterhalt, was ich da brauche, hängt damit zusammen, wie Gott möchte, dass ich diene. Ja, damit hat das zu tun. Und da sagt die Bibel, das soll eben jeder, der im Wort unterrichtet wird, der soll eben, heißt so tatsächlich, da heißt in der Apostelgeschichte, glaube ich, wenn ihr nicht genau wo, aber ihr findet, so wenn ihr es wirklich wissen wollt, findet ihr die Stelle. Soll eigentlich nicht nur den Zehnten, sondern es soll von allen Gütern abgegeben werden. Wisst ihr, da fängt es doch schon an. Es ist nicht, dass ich das verlange. Ich werde von niemandem was verlangen. Ich mache das wie Paulus. Ich werde von niemandem etwas verlangen, damit ich quasi meinen Lohn, dass mir niemand den Lohn nehmen kann. Ich werde von niemandem verlangen. Jeder muss das für sich selbst ausmachen. Jeder muss das selber mit Gott, mit Jesus besprechen im Gebet oder eben eines Tages sich dann dieses oder jenes sagen lassen. Das muss jeder für sich selber machen. Aber bitten darum oder zu sagen, wie manche das machen, dass bestimmte Sachen auf der Homepage freigeschaltet werden, indem man Geld bezahlt. Ne? Also ich habe da nie Frieden drüber gehabt. Und dennoch machen das viele. Oder was ich mal gehört habe, dass die Predigten geistiges Eigentum dessen sind, der das gepredigt hat und dass man die deshalb gegen Geld verkauft. Ich weiß noch, dass ich 2018 oder Anfang 2019 bin ich nach Augsburg gefahren ins Gebetshaus, ja, zu Johannes Hartl. Hatte ich den Eindruck, soll ich hinfahren, dass der Herr mir da was zeigen will. Ich habe dort einiges gesehen, einige Missstände. Einige Missstände. Und was mich am meisten geschockt hat, tatsächlich, was mich am meisten geschockt hat, war ein Shop in der Eingangshalle, wo dann quasi man Predigten, die sonst scheinbar nicht gibt, ja, nicht zur Verfügung stehen. Der Herr hat mir das anders gezeigt. Er hat zu mir gesagt, du stellst alles, was ich dir gebe, kostenfrei zur Verfügung, dass jeder darauf zugreifen kann, weil es ist doch nicht, ich bin ja nur das Gefäß. Es ist doch Gott, der das vollbringt. Ja? Also wie kann ich das sagen? Es ist meins. Er benutzt mich doch als Gefäß. Und er hat gesagt, alles, was ich dir gebe, stellst du kostenfrei zur Verfügung, damit jeder darauf zugreifen kann. Wenn dann jemand das in gedruckter Form haben will, weil es einfach einfacher ist. Ihr könntet euch auch das PDF ausdrucken, weil ihr einfach mit dem Heft besser arbeiten könnt wie mit dem PDF. Dann, ja, dann müsst ihr es euch halt kaufen. Aber es kann eben niemand sagen, dass ich etwas nur gegen Geld zur Verfügung stelle. Ja, eine biblische Wahrheit oder ein Wort von Gott nur gegen Geld zur Verfügung stelle. Das kann mir niemand nachsagen. Und das habe ich dort aber gesehen, ne? Und zum Teil. Also es war zwar niemand da, der abkassiert hat, sondern da stand eine Kasse, so nach dem Motto, wir vertrauen darauf, dass ihr diese Dinge, dass ihr da einfach das Geld da in die Box werft, aber es waren Preise, wo ich gedacht habe, ja, das ist ein gutes Geschäftsmodell. Ja, das ist ein gutes Geschäftsmodell. Wenn man die Predigten nicht irgendwo kostenfrei findet, sondern sagt, das ist mein geistiges Eigentum. Also das ist für mich einfach nicht biblisch. Aber ich verurteile die Menschen dafür nicht. Das müssen sie irgendwie mit Gott ausmachen. Das muss einfach jeder für sich klären. Ich glaube eben, dass der Teufel schon gerne uns probiert, dahin zu bringen, dass wir am Geld hängen. Dann habe ich mir notiert, diesem Vater, der mich mit seinen überschwänglichen Gütern so überschüttet hat, frei, fröhlich und sonst will ich dienen, was ihm wohlgefällt
und meinem Nächsten gegenüber auch, also meinem Nächsten, ja, dass der auch ein Christ wird, wie Jesus geworden ist. Und wie Luther das gesagt hat, wir können dienen auf verschiedenste Art und Weise. Wir können mit unserem Leben dienen, mit unserem Leib dienen, wir können dienen, indem wir anderen helfen, wir dienen, indem wir mit Menschen der Welt gut umgehen, Christus erstmal leben und ihnen den Weg zeigen zum Heil. Nicht jeder will den Weg zum Heil. Also es gibt die verschiedensten Wege zu dienen. Und dann haben wir ein hohes, edles Leben, Christenleben. Wir stehen nicht mehr in der Welt, bekennen uns nicht mehr wirklich zur Welt, wir predigen auch nicht mehr die Welt. Ja. Ich werde euch die Bibelstellen verlinken. Vielleicht noch eins, wie Luther das sagt, ich habe es vorhin schon vorgelesen, und obgleich ein Christ nun ganz frei ist, soll er sich wiederum freiwillig zu einem Diener machen, um seinem Nächsten zu helfen, mit ihm umgehen und handeln, wie Gott mit ihm durch Christus gehandelt hat. Und das alles umsonst, darin nichts anderes als göttliches Wohlgefallen, suchend und also denkend. Also da habe ich jetzt nochmal so umgehen, wie Gott mit ihm durch Christus gehandelt hat. Und wir sehen eben, wie Christus gegenüber den Religiösen war. Das können wir halt nicht ausblenden. Ne? Und das, dann ist es für mich auch einfach, wenn der Geist Gottes in mir wohnt, ist es für mich auch absolut logisch, dass man gegenüber bestimmten Lehren eben auch Missmut hat und einen heiligen Zorn, weil eben Christus falsch dargestellt wird, ne? Weil man den Menschen, die Menschen von der wahren Freiheit fernhält. Ja, das war's heute von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gesegnet und wir hören uns dann im nächsten Teil wieder. Shalom!